Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Richtungsweisendes Spiel am 11. Spieltag in der Ostalb Arena zwischen dem 14. und dem 15. Aalen und Köln. Der VfR unverändert zum Sieg gegen Zwickau, wollte das Verbandspokal aus unter der Woche vergessen machen. Und die Fortuna nach nur einem Punkt zuletzt aus der englischen Woche endlich wieder einen Dreier einfahren. Und das trotz einiger Ausfälle. So fehlte beispielsweise der Topscorer Moritz Hartmann. Er vertrat ihn, hat wieder Mani, 150. Mal dritte Liga für die Fortuna. Und Vater wurde er auch noch unter der Woche. Malik, sein Sohn, geht's gut. Und auch der Mutter, erste Chance dann für die Fortuna nach einer guten Kombination über rechts. Kegel da auf Ernst. Und dann ist es Koljic in der Mitte, der den Kopfball nicht aufs Tor bringt nach 7 Minuten. Nur wenige Minuten später ein Freistoß und der wird ganz gefährlich für Bernhard im Tor. Noch der Nachschuss von Namani findet den Weg in den Kasten und aufs Tor nicht. Fieser Aufsetzer da für Bernhard und auch allgemein muss man sagen, schwierig dieses Spiel für die Aalener. Die fanden kaum in die Partie, wenn dann war es gefährlich von den Kölnern ausgehen. Das sah auch der Trainer Janikis so, deutete an, da musste einfach mehr passieren, musste irgendwie mal was getroffen werden, aber getroffen wurde hier nur die Carbonmaske von Kurt, dem Kölner, aber er konnte weitermachen, hatte Schmerzen und dann wurde überlegt, was können wir ändern zur Pause, Taktiktafel, aber personell wurde zumindest nicht umgestellt, aber es wurde besser, die Aalener in der zweiten Hälfte besser im Spiel und wollten einen Elfmeter. Zu Beginn der zweiten Hälfte, 52. sagt Patrick Ittrich, das war kein elfmeterwürdiges Handspiel von Kier. Dreht sich da weg, bekommt den Ball vom eigenen Körper an die Hand. Das ist dann auch kein Elfer. Nur ein paar Minuten später ist das Damani, der Jubilar und Neuvater in die Mitte und da ist das Tor. 1:0 durch Robin Scheu mit seinem 4. Saisontreffer. Damani macht das clever in den Rücken der Abwehr und Scheu ganz frei zum 4. Mal in dieser Spielzeit für die Fortuna. Das war auch nicht unverdient. Erster Durchgang, die klar bessere Mannschaft. Scheu, der beste Torschütze, legt nochmal einen oben drauf auf sein Konto. Von allen musste einfach mehr kommen. Sessa auftraut, oft die Kombination übertraut, macht viele Flanken, die kommt mal gut. Dann die Chance für Sessa und was für eine Parade. Da brannte es lichterloh, aber Rehnen war zur Stelle. Erst Schnellbacher und dann Schick auf Sessa. Und der Mann, der so gut spielt in den letzten Wochen und auch trifft Sessa ohne Fortune. Dann entsetzter Gesichtsausdruck bei Mike Kegel. Wollte es nicht wahrhaben. Hier das Foul gegen Morris. Das alles in der 89. Minute. Bekommt dafür die gelbe Karte. Regt sich fürchterlich auf und kriegt von Schiedsrichter Patrick Ittrich nochmal gelb. Obendrauf ist gleich gelb-rot. Dadurch in der 90. Spielminute nochmal die Chance für Aalen auf Unentschieden zu stellen. Aber Latte nach dem Freistoß von Bär. Dadurch blieb es beim Sieg für die Fortuna. Aalen muss sich geschlagen geben. Die Stimmen zum Spiel. Robin Scheu, das ist tatsächlich mit diesem Dreier heute Tabellenrang 8. Wie gut tut das, vor allem auch nach der letzten englischen Woche? Ich glaube, sehr gut. Wir haben die letzten Wochen nicht so gepunktet, wie wir wollten. Wir wussten aber, dass wir immer ein gutes Spiel gemacht haben. Aber was wir heute wieder geleistet haben, ich glaube, man hat gemerkt, nach dem 1:0, die Kräfte waren einfach nur noch weg. Wir haben einfach uns nur noch reingebissen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele wir die Woche waren. Ich glaube, die haben manchmal zu 8 trainiert. Wir waren alle krank angeschlagen, aber dafür haben wir es heute sehr, sehr gut gemacht. Wir brauchen nicht immer wieder analysieren jetzt, dass wir vielleicht mehr Chancen hatten und alles, weil es uns alles nichts bringt. Wir haben wieder verloren. Es hat seine Gründe, warum man immer Spiele verliert. Und ja, heute war es wieder so, dass wir ein Spiel verloren haben. Die Kölner endlich wieder mit wichtigen 3 Punkten und einem Sprung in der Tabelle werden während der Länderspielpause deutlich lieber auf die Tabelle schauen als der VfR Aalen.